Hi Leute, euer Coach hier, Cecil. Ich mache mich jetzt auf zum Training und dieses Video ist für die Ladies, für die Damen, für die Frauen und für die Männer natürlich. Also wir trainieren heute schön Beine, Po, also um einen knackigen Po zu entwickeln. Gar nicht so viele Übungen, also wir machen wahrscheinlich 3 Übungen so nacheinander weg, kurze Pausen, intensives Training. Also gar nicht so lange, weil wenn man intensiv trainiert, dann kann man nicht sehr lange trainieren. Wenn ich jetzt ein Sprinttraining mache, dann sprinte ich ja auch nicht 3 Kilometer, sondern ich sprinte Kurzstrecke. Und wenn das Training wirklich sehr intensiv ist, dann muss es einfach kurz sein. Deswegen zeige ich euch jetzt einen kurzen Plan, 20 Minuten, 30 Minuten, um richtig schöne Beine, Kraft in den Beinen zu bekommen und einen knackigen Po. Also, ihr kommt mit, ich spreche ein bisschen aufs Video drauf und viel Spaß dabei. So, im Training angekommen. Also erstmal vorweg, wenn ihr euren Körper verändern wollt und entweder Fett verbrennen wollt oder Muskeln aufbauen wollt oder wie auch immer, müsst ihr natürlich bedenken, dass immer die Ernährung einen ganz, ganz wichtigen Teil einnimmt. Ohne die richtige Ernährung kann man weder Fett reduzieren noch Muskeln aufbauen. Also wenn ich einfach keine Kalorien aufnehme, aber mache Muskelaufbautraining, dann bringt das halt nichts. Und andersrum, wenn ich Fett reduzieren möchte, aber ich esse jeden Tag 7000 Kalorien zu viel, dann bringt das natürlich auch nichts. Das heißt, es hängt immer zusammen. So, hier jetzt wie angekündigt mein Beintraining. Ich fange hier an mit einbeinigen Deadlifts, also Kreuzheben einbeinig. Diese Übungen, die ich jetzt heute hier mache, sind schon eher für Fortgeschrittene. Und diese Übung ist echt super, aber sehr anstrengend. Ihr müsst mal beobachten, wie ich das mache. Das, was wichtig ist, dass der Rücken schön gerade ist. Das Standbein bleibt praktisch fast auch gerade stehen. Und das hintere Bein geht genau auf die gleiche Höhe mit dem Oberkörper, als wenn ihr einen Stock im Körper habt. Ihr seht das, dass ich auch zitter mit dem Bein, weil man muss einfach die Balance halten. Das ist nicht ganz so einfach mit der Balance, da braucht man schon wirklich Koordination. Und hier mal Seitenwechsel, jetzt die andere Seite. Ihr versucht, was wirklich wichtig ist bei der Übung, einmal die Balance halten. Ihr könnt euch auch an der Wand sonst auch mit der, jetzt in dem Fall mit der rechten Hand, einfach irgendwo festhalten oder so. Das geht auch. Das könnt ihr am Anfang machen. Ich mache sie hier frei, weil sonst würde man das nicht so gut sehen auf dem Video. Und ihr guckt halt wirklich, dass ihr den Rücken auf jeden Fall immer schön gerade haltet und ihr geht mit dem Bein so weit nach hinten, wie ihr mit dem Oberkörper runterkommt. Wenn ihr mit dem Oberkörper nicht so weit runterkommt und das Bein zum Beispiel nicht so gut gedehnt ist, dann geht ihr nicht ganz so weit runter, aber ihr versucht, das Bein hinten trotzdem auf die gleiche Höhe zu bringen. Und die Übung ist sehr intensiv, also sehr gut für den unteren Rücken, für den Po, den erreicht ihr damit auch, und halt den hinteren Oberschenkel. Die sieht eigentlich einfach aus, man merkt die Übung auch nicht so im Muskel, so ganz anstrengend, aber die geht richtig rein. Also wenn ihr die das erste Mal macht, ihr werdet sicher richtig starken Muskelkater bekommen. Und die Übung ist wirklich sehr gut. Die mache ich vorweg, um schon mal so hinten den Oberschenkel und Po schon mal ein bisschen unter Rücken ist auch, und Koordination. Die ist auch echt nicht so leicht, was ich jetzt hier mache. Ich mache 3 verschiedene Übungen und ich mache die Übungen nacheinander weg. Also ihr könnt das auch im Plan so machen. Ich hatte ja angekündigt, ein kurzer Plan, also insgesamt nur so 20 Minuten wahrscheinlich. Ich mache jetzt hier einen Durchgang komplett durch und von diesem Durchgang, den ich jetzt hier mache, der ungefähr so 6 Minuten dauert, macht ihr dann ja so 3 Durchgänge. Das wären dann 6, 12, 18 Minuten Plan plus ein bisschen Aufwärmen und so. Also ihr seid nicht so lange dabei, ist ein kurzer Plan. Jetzt hier, was ich hier mache, ich fange an mit einer Paddelbewegung. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier den Po schon mal vorbelasten will. Weil meistens ist es so, wenn man Ausfallschritte macht oder Kniebeugen, dann merkt man das eher in den Oberschenkeln.
Und damit das nicht passiert, habe ich hier zuerst das Paddeln mit dem rechten Bein in Bauchlage. Und jetzt gehe ich mit dem rechten Bein vorne an die Kiste dran und mache Ausfallschritte. Also ihr seht, dass ich bleibe auch mit dem Knie vorne an dem Step dran und Oberkörper ist ganz gerade aufgerichtet und nur hoch und runter und schön kontrolliert. Den Bauch anspannen und da muss man auch wieder ein bisschen Balance halten. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Balance zu halten, dann könnt ihr euch gerne irgendwo auch an der Wand festhalten oder so, das ist nicht das Problem, aber versucht auf jeden Fall die Übung sauber auszuführen. Hier jetzt das Paddeln wieder auf der anderen Seite. Ihr macht mal so eine Minute. Ich habe jetzt nicht hier, glaube ich, nicht ganz eine Minute gemacht, weil das sonst zu lange fürs Video wäre. Aber ihr macht dann mal eine Minute und das Bein, also jetzt in dem Fall das linke Bein, was ihr trainiert, geht dann auch nach vorne unter den Step. Hier haben wir schön den Po isoliert und der untere Rücken ist hier auch mit dabei. Jetzt gehe ich mit dem linken da drunter, schön kontrolliert, Knie vorne dran, genau, alles im 90-Grad-Winkel, die Beine sind im 90-Grad-Winkel, Oberkörper schön gerade hoch. Nicht nach vorne einknicken, nicht mit den Händen an Oberschenkel greifen oder sich hochziehen oder so, sondern wirklich Spannung im Körper und langsame Bewegung. Die Übung ist mega anstrengend. Ich weiß, es sieht immer leicht aus, wenn ich das so vormache, aber davon 10, 15 Wiederholungen sind echt anstrengend. Das ist die zweite Übung, das ist praktisch eine Kombination. Jetzt mache ich gleich die dritte Übung und die letzte Übung. Und die dritte Übung ist eine kombinierte Sprungübung und die ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich mache hier gleich 5 Durchgänge vor. Das sind verschiedene Sprünge, das besteht aus Ausfallsprüngen, Hockstrecksprüngen und Burpees. Ich mache die gleich vor. Ich mache 5 Wiederholungen. Ihr versucht mal, ja, 3 bis 5, wenn ihr 5 Wiederholungen schafft, seid ihr echt fit, weil das nach der dritten, vierten Wiederholung, fünften fängt es schon richtig an zu brennen. Wir machen jetzt mal einen Durchgang gemeinsam in Zeitlupe. Ich fange gleich an, der erste Durchgang ist in Zeitlupe. Und es geht jetzt gleich los. Also, erstmal Ausfallsprünge. 3 Stück. 1, 2, nach dem dritten einmal in Hockstrecksprung springen. Immer mit dem Po schön runter auf die Hacke. Jetzt den Burpee nach hinten, nach vorne, hochspringen und wieder runter. Das war eine Wiederholung. Und dann das immer wieder. Das war eine Wiederholung. Jetzt wieder Ausfall, Ausfall, Ausfall. Jetzt in Hockstrecksprung. Wupp, nach hinten, vorne, hoch, runter. Und das war die zweite Wiederholung. Dann wieder 1, 2, 3 in Hockstrecksprung springen. Dann wieder nach hinten, vorne, hoch, runter. Genau, das waren jetzt 3 Wiederholungen. Upp, Sprung, hoch, nach hinten. Immer mit dem Po zur Hacke zurück. Genau, 4 Wiederholungen und eine Wiederholung noch. 1, 2, 3. Sprung in Hockstrecksprung. Sprung nach hinten, hoch, runter und das war's. Genau. Okay, also diese 3 Übungen versucht ihr jetzt mal. Ist wirklich sehr intensiv, wenn ihr davon, von diesen 3 Übungen jetzt praktisch 3 Durchgänge macht. Ihr habt ja gesehen, das hat hier ungefähr 6 Minuten gedauert. Dann seid ihr schon wirklich sehr, sehr gut dabei. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt richtig Gas und mir ein Feedback. Bis dann, viel Spaß.